So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße Sie zu unserem nächsten Lifehack, das sogenannte Feature Management. Das ist unser Nummer 15 Lifehack. Was dahinter steckt, wird Ihnen mein Kollege dann erzählen. Das Feature Management ist ein Arbeitsbereich, also Workspace, mit dem die Partner oder die Kunden durch Microsoft in die Lage versetzt wurden, die Funktionen, die Microsoft mit jedem Versionswechsel zur Verfügung stellt, nach eigenem Belieben und Ermessen eben selbst zu aktivieren. Sprich, wenn man diesen Arbeitsbereich öffnet, sieht man erstmal eine Liste von vielen Funktionen. Man hat hier oben verschiedene Reiter oder Register, wo man sehen kann, was ist gerade neu. Sprich, mit der jetzt aktuell installierten Version an neuen Funktionen hinzugekommen. Was habe ich nicht aktiviert oder noch nicht aktiviert? Dann welche Funktionsaktivierung habe ich geplant und zu welchem Datum? Und hier habe ich eine Liste von allen Features, die eben mir zur Verfügung stehen. Ich habe hier verschiedene Spalten. Das heißt, hier ist erstmal beschrieben, um welche Funktion geht es. Das ist der Name. Auf der rechten Seite sehen wir dann auch die entsprechende Beschreibung der Funktion. Und ich habe auch bei einigen Funktionen die Möglichkeit, über einen Link auf Microsoft Docs abzuspringen, wo dann wiederum weitere Informationen zu dieser Funktion zur Verfügung gestellt werden. Ganz interessant sind die Symbole, die Sie hier sehen. Zum einen haben wir den grünen Haken, der signalisiert einfach, dass die Funktion schon aktiviert wurde. Dann haben wir zum Beispiel diesen roten Kreis mit dem Kreuz drin. Das heißt, da gibt es eine Blockade oder irgendein Hemmnis oder eine Hinweismeldung, dass zum Beispiel diese Funktion auch nicht wieder deaktiviert werden kann. Weil es gibt Funktionen, die können wieder deaktiviert werden und es gibt Funktionen, die können nicht deaktiviert werden. Wir haben zwar durch das Feature Management ein Tool, was uns übersichtlich darstellt, welche neuen Funktionen gibt es. Und letztlich ist aber jeder Kunde, Partner letztlich frei, welche dieser Funktionen für sein Business wichtig sind und welche auch aktiviert werden sollten oder gegebenenfalls auch müssen. Und dann muss man aber auch an diesen Testablauf denken. Das heißt, da ist auch viel Organisation, Koordination, dann noch im Nachgang notwendig, um eben genau diese Features zu aktivieren. Es ist so, dass es verschiedene Benutzerrollen gibt, um eben das Feature Management zu oder zu verwenden. Das heißt, es muss nicht zwangsläufig ein Systemadministrator sein, es kann ein dedizierter Benutzer sein mit einer dedizierten Rolle. Es gibt Data Entities, mit denen man die Einstellungen zwischen den Systemen hin und her kopieren, also exportieren, importieren kann. Und auch für die Zukunft hat Microsoft schon angekündigt, dass auch alle deprecated Features, das heißt Funktionen, die für die Zukunft abgekündigt sind, auch hier im Feature Management erscheinen werden. Was noch ganz wichtig ist zu erwähnen, es gibt auch Features, die obligatorisch sind. Das heißt, mit Installation der Version werden diese Features automatisch aktiviert. Und es gibt auch Features, die schon von Microsoft ein festgelegtes Startdatum in der Zukunft haben. Das heißt, dann sieht man auch, dass dieses Feature zum Zeitpunkt X eben tatsächlich auch aktiviert wird, automatisch. Gibt es denn so aus deiner Erfahrung irgendwelche Best Practices, wie man mit dieser Funktionsverwaltung umgehen sollte? Soll man da dedizierte Personen dafür auswählen, die sich, sagen wir mal, firmenintern drum kümmern? Wie ist da die Rolle des Partners, des Beraters diesbezüglich? Kannst du da ein bisschen was aus der Praxis erzählen? Also es ist so, dass wir versuchen, in unseren Projekten immer eine Rolle des Testmanagers zu implementieren, welcher sich natürlich auch mit den zyklischen, also sprich ja fast monatlichen Tests der neuen Version beschäftigt. Und es ist natürlich eigentlich auch die ideale Person, dass diese sich auch mit den neuen Features beschäftigt, weil dadurch, dass der Testmanager ja letztlich eh den Überblick über alle Prozesse haben sollte, weil er letztlich auch Bindeglied zwischen den Abteilungen ist, ist er, glaube ich, auch der beste Mann oder die beste Rolle, um auch einen Blick auf das Feature Management zu haben. Weil letztlich, es gibt natürlich auch Lokalisierungsfeatures. Da kann man relativ schnell entscheiden, brauche ich das oder brauche ich das nicht, wie das eine Beispiel, wo es eine neues Feature für Polen gibt. Wenn ich jetzt keine Niederlassung oder keinen Mandanten in Polen habe, dann brauche ich dieses Feature Brauche ich das ja sowieso nicht, nicht. klar.
Das heißt, ja, um deine Frage zu beantworten, da sehe ich den Testmanager ziemlich weit vorn. Ansonsten möchte ich mich ganz herzlich nochmal für die Teilnahme bedanken. Vielen herzlichen Dank und bis nächste Woche.